Oh, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute nach langer Zeit wieder mal Palm Island. Allerdings mache ich heute kein normales Let's Play, ich spiele es also nicht komplett durch, wie ich das sonst mache oder auch beim letzten Mal gemacht habe zu diesem Video, das verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Wir gucken uns heute mal speziell an die Zwei-Spieler-Koop-Version für dieses Spiel. Aus dem Kosmos Verlag, ist vor ein paar Jahren rausgekommen, ist schon etwas älter, ist nicht nagelneu und bietet nicht nur eine interessante Solo-Variante für einen alleine, einfach so unterwegs, im Zug, im Flieger, wo auch immer, sondern auch eine Zwei-Spieler-Koop-Version. Dazu gibt es im Spiel zwei Kartendecks, eines mit einer roten Banderole, eines mit einer blauen Banderole. Das seht ihr hier. Ich habe mit einem Deck schon mal eine Runde gespielt. Das mache ich mit dem zweiten Deck einmal gleich vor. Jede Person bekommt ein gleiches Kartendeck. Es wird gemischt. Ihr kennt das vielleicht vom letzten Video, wenn ihr es gesehen habt. Das Sonnensymbol immer oben links in der Ecke. Und dann wird es einmal komplett gemischt. Die Rundenkarte kommt nach hinten und dann wird durchgespielt. Für die Zwei-Spieler-Version ist aber noch zweierlei wichtig. Einmal eine der Katastrophen ist auszuwählen, gegen die man sich wappnen soll. Das sind einmal die Hungersnot, der Vulkanausbruch und der Orkan. Die sind unterschiedlich schwierig, in Anführungszeichen, was die Zahl der Ressourcen angeht, die es kostet, das Ganze anzugehen. Grundprinzip ist aber immer folgendes. Jede Katastrophe, jede dieser drei Katastrophen, wir nehmen heute die Hungersnot in unserem Beispiel, erfordert, dass ich, um mich dagegen zu wappnen, um meine Insel dagegen zu wappnen, die Karte mehrfach upgrade. Ihr seht das hier beim ersten Mal, das kostet ein Fisch, ein Holz, zwei Fisch, ein Stein pro Person, die spielt. Wir spielen mit zwei Personen, also reden wir hier von zwei Holz, vier Fisch und zwei Stein. Dann kann ich diese Karte einmal drehen. Und dann muss ich es nochmal upgraden. In diesem Falle pro Person zwei Holz, drei Fisch, ein Stein. Das ist also schon mehr als beim ersten Upgrade. Dann kann ich sie wenden. Dann muss ich pro Person drei Holz, vier Fisch, zwei Steine upgraden oder einlegen, um dann nochmal drehen zu können. Und dann erst habe ich mich gegen die Hungersnot gewappnet. So funktioniert das hier bei diesem Spiel auch mit den anderen Katastrophen, mit dem Vulkanausbruch und dem Orkan genauso. Nur sind hier noch mehr Ressourcen einzusetzen. So, wir gucken uns aber die Hungersnot an, habe ich gesagt. Das heißt, für den Anfang auch hier Sonnenseite oben links. Wir müssen uns angucken, dass wir möglichst schnell ein Holz, zwei Fisch und einen Stein pro Person zusammenbekommen, um dieses Upgrade durchzuführen. Das geht immer am Ende einer Spielrunde. Wir schauen uns das an. Ich habe mit einem Deck schon mal eine Runde gespielt, habe jetzt das Rundenende erreicht und habe bis jetzt gesammelt zwei Fisch, ein Holz. Wir gucken uns das einfach mit dem zweiten Deck an, das habe ich einmal gemischt. Spielen das einmal durch und dann schauen wir uns das Ganze weiter. Noch vergessen. Was wir können, aber nicht müssen, optional zu der Katastrophe, gegen die wir uns wappnen müssen, uns eine der Unterstützungen mit ins Deck bzw. ins Spiel legen, um sie dann anzugehen. Das werden wir heute nicht tun, aber was grundsätzlich hier funktioniert, ist folgendes. Ich habe hier einmal ein Lager, ihr seht das vielleicht in der Beschriftung hier. Das kann ich entweder kostenlos drehen, jederzeit. Ihr seht, ich habe hier sechs Ressourcen, ein Holz, ein Fisch, vier Stein oder auch hier sechs Ressourcen, zwei Holz, zwei Fisch, zwei Stein. Wenn ich die einsetze, dann kann ich die oben abgebildeten Ressourcen, das sind hier zwei Holz, zwei Fisch, oder auf der anderen Seite, wenn ich sie gedreht hätte, die Karte, sind es vier Stein, kann ich sie einmal einsetzen, um mich für die nächste Vorbereitung auf die oder für den nächsten Vorbereitungsschritt, um mir diese Ressourcen von hier aus dem Lager zu nehmen, aus dem Vorrat, anstatt aus den Karten, aus dem Deck. Und danach muss ich die Karte wieder wenden und muss sie dann wieder erneut ansparen. In diesem Falle wären es hier vier Steine, ein Holz, ein Fisch. Das sind praktisch die Vorräte, die ich ansparen muss, um sie dann anschließend erst später, in diesem Falle vier Steine davon, aus dem Lager nehmen zu können. Ihr seht, man zahlt also etwas mehr, hat man dafür einen ausgelagerten Bereich. Machen wir nicht. Zweite Variante ist die Unterstützung. Hier muss ich pro Person einen Stein und ein Tempel-Upgrade vorweisen können.
um die Karte drehen zu können. Und dann darf dauerhaft einmal pro Runde jede Person ganz oder teilweise die Kosten einer anderen Person bezahlen für irgendein Upgrade, was die Karten, was die jeweilige Person in ihrem Deck machen möchte, aber nicht komplett bezahlen kann. Das ist eine Variante. Und die andere Unterstützungskarte, die es hier gibt, ist der Umbau. Auch da 3 Ressourcen pro Person bezahlen, um sie drehen zu können. Und zu Beginn jeder Runde darf jeder von euch je eine Karte aus dem eigenen Deck nach vorne sortieren. Das ermöglicht also einen Umbau, deswegen heißt die Karte auch so, des eigenen Decks. Wenn man den einmal gemacht hat, wenn man diesen einmal freigeschaltet hat, dann bleibt er auch dauerhaft aktiv. Das heißt, in jeder folgenden Runde kann jeder von uns, von den Personen, auch eine Karte nach vorne holen im eigenen Deck. Das kann auch ganz spannend sein, aber auch das wird heute zu aufwendig. Wir gucken uns einfach nur mal das normale Spiel gegen eine Katastrophe an, gegen die Hungersnot. Wie gesagt, mit dem blau-banderolten Deck habe ich bereits eine Runde gespielt. Das machen wir mit dem roten Deck auch. Den Fisch aktivieren wir. Gucken mal kurz, was wir brauchen für die Hungersnot. Wir brauchen pro Person 1 Holz, 2 Fisch, 1 Stein. 1 Holz, 2 Fisch für eine Person habe ich, aber ich brauche noch 2 Fisch, 1 Holz und jetzt noch 2 Steine am Ende der Runde, um dieses Upgrade durchführen zu können. Wir gucken, ob wir das hinkriegen. Den Tempel kann ich noch nicht upgraden, den Tempel auch nicht. Den Werkzeugmacher kann ich machen. So, jetzt fehlen mir im Prinzip nur noch 2 Steine, dafür muss ich aber auch aktive Steine bekommen. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, zwischendurch einen Schluck Kaffee. So, das geht nicht. Den Steinbruch könnte ich aktivieren, aber den brauche ich. Ich werde den Steinbruch mit den 2 Fisch bezahlen. Damit kommt das Upgrade hier nach hinten. Wir werden also wahrscheinlich die zweite Runde noch anspielen müssen, bevor wir das erste Upgrade machen können. Den Stein könnte ich jetzt bezahlen und kippen, aber das ist etwas früh. Vielleicht gelingt es mir doch. Nee, da ist der Fisch weg. Wir probieren es mal aus. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht. Ich gehe jetzt hier etwas schnell durch, gebe ich zu, aber ich hoffe, ihr habt das erste Regelvideo und das Let's Play von mir dazu gesehen. So. Und jetzt kann ich mit dem Handelsposten. Was brauche ich? So, 2 Holz und kann das hier nehmen. So, erste Runde zu Ende. Ihr seht jetzt auf beiden Decks, beide sind jetzt synchron gespielt. Ich habe 2 Fisch, 1 Holz pro Person und habe einen Stein. Jetzt fehlt mir im Prinzip für diese Person noch einen Stein, um das Upgrade durchführen zu können. Ich spiele jetzt also auf beiden Decks, das ist wichtig. Beide Decks müssen zeitgleich gespielt werden. Und immer nur am Ende der Runde kann ein Upgrade für die jeweilige Katastrophe durchgeführt werden. Das heißt, wir müssen jetzt beide Decks noch einmal spielen und schauen, ob wir noch einen Stein dazu kriegen. Die Rundenkarte drehen, das habe ich gerade auf der Hand, dann machen wir hier weiter. Das kann ich direkt kippen gegen diesen Fisch. Den kippen wir raus. Die Upgrades bringen jetzt gerade nichts. Holz nehmen wir uns und ihr seht, wir haben jetzt hier gegensätzliche Ziele. Ich könnte jetzt natürlich diese Holzkarte upgraden. Das würde bedeuten, dass ich das Holz und den Fisch hier bezahlen würde und würde die Karte gedreht nach hinten stecken und hätte dann ein Holz und einen Siegpunkt. Gleichzeitig will ich aber auch für das Upgrade gegen die Katastrophe die Ressourcen am Ende der Runde hier bereit liegen haben. Und wann auch immer ich es erreiche, die Katastrophe besiegt zu haben, wenn ich also meine 3 Upgrades bezahlt habe,
Dann werden anschließend nach spätestens der 8. Runde meine Siegpunkte gezählt. Ich brauche also auch Siegpunkte. Das heißt, das kann sehr, sehr schwierig werden, wie lange die Entscheidung zu treffen, wie lange man wartet mit Upgrades für die Karten im eigenen Deck, beziehungsweise wie früh man beginnt, Upgrades gegen die jeweilige Katastrophe vorzubereiten und dann auch durchzuführen. Wir kümmern uns jetzt mal um die Katastrophe, das heißt, wir machen dieses Upgrade nicht, sondern legen das Holz noch raus. Der Stempel kommt nach hinten. So. Der Werkzeugmacher würde uns geben, ein Holz, ein Fisch kostenlos. Das heißt, das bezahlen wir jetzt auch. Den brauchen wir nämlich später. Jetzt können wir den zweiten. Na, jetzt haben wir den Stein hier, ohne ihn bezahlt zu haben. Den gehen wir nach hinten. Der muss so nach hinten, weil wir ihn nicht bezahlt haben. Das war ungeschickt. Den können wir nicht bezahlen gerade, wobei wir aber hier das Holz haben. Dann sollten wir jetzt die zwei Holz bezahlen, um den nächsten Steinbruch abzugraden. Den können wir nicht upgraden, die Holzhütte nicht. Hier haben wir einen Fisch. Was brauchen wir immer noch? Zwei Fisch, ein Holz, ein Stein pro Nase. Hätten wir jetzt theoretisch für dieses rote Deck, liegt hier rechts alles bereit. Wir müssen nur das Rundenende erreichen, haben wir gemacht. Also auf dem roten Deck haben wir jetzt alles bereit für das Upgrade. Wir schauen, ob wir das auch hinkriegen für das blaue Deck. Auch hier gehe ich es etwas zügiger durch. Zweite Runde beginnt. Das passiert ja normalerweise zeitgleich. Den Fisch. Wir brauchen Stein, mindestens noch einen. Gucken, ob uns das gelingt. Wir bezahlen mal zwei Fisch, um hier dann einen Steinbruch abzugraden. So, ein Upgrade können wir nicht machen. Den Tempel auch nicht, aber wir können wenigstens schon mal da ist noch ein Fisch, der Tempel nach hinten und der Tempel nach hinten. Wir brauchen noch einen Stein, den können wir uns hier kaufen. Das kriegen wir hin. Wir bezahlen das Holz und kaufen uns dafür den Stein und hätten jetzt auch hier alles, was wir brauchen. Ein Holz, zwei Fisch, ein Stein für diese Person. Das hier können wir jetzt uns nicht erlauben. Hier ist jetzt kein Platz mehr dafür. Das kostet uns jetzt alles. Ich gehe es jetzt einfach mal schnell durch. Das war jetzt nicht optimal gespielt. Man hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen upgraden können und die Ressourcen trotzdem irgendwie retten. Aber ihr seht, was wir jetzt erreicht haben. Wir haben jetzt auf dem blauen Deck und auf dem roten Deck am Ende der Runde 2 jeweils 2 Fisch, ein Holz, ein Stein. Das heißt, das bezahlen wir komplett für dieses Deck und komplett für dieses Deck. Und dann geht die Runde 3 weiter. Und jetzt würden beide Personen auf das Upgrade 2 Holz, 3 Fisch, ein Stein hinarbeiten müssen, um weiter gegen die Hungersnot anzukämpfen und gleichzeitig ihre eigenen Decks upgraden und aufrüsten müssen. Das ist im Prinzip die Kurzfassung des Ganzen. Das Spiel endet dann, wenn man es geschafft hat, gegen die Hungersnot anzukämpfen. Und ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach, was in der Regel noch mal steht bezüglich der Wertung des Spiels. Okay, das heißt, das Spiel endet, wenn man das Upgrade erfolgreich bis hierhin gebracht hat. Und dann werden Siegpunkte gezählt, wie auch beim ersten, das heißt, wie beim Solospiel auch.
Das heißt, hier alle links oben stehenden Sterne werden zusammengezählt pro Deck und dann addiert und auch hier, nein, nicht addiert, entschuldigt. Hier werden die Sterne gezählt, jeder zählt für sich. Der mit der geringeren Summe, das ist die Wertung für die Gesamtgruppe. Das heißt, hier wird der Schwächste gewertet sozusagen und auch hier wird dann auf dem Punktekonto nachgeschlagen, auf der Punkteübersicht, wie respektabel das ganze Ergebnis war. Ihr seht aber auch, in der Solo-Runde sollte man 10 bis 19 Punkte erreicht haben, um ganz okay gespielt zu haben. 20 bis 29 für ein respektables Ergebnis und ab 40 gibt es erst die Wertung überragend. In der Koop-Runde gibt es die erst ab 30. Das hat natürlich damit zu tun, dass man einen Teil seiner Upgrade-Ressourcen natürlich in die Katastrophenbekämpfung stecken muss. Und deswegen kann man natürlich auch seine Siegpunkte nicht ganz so hochschrauben. Ich selbst bin mit meinen Solo-Partien Palm Island üblicherweise irgendwo um Ende der 20er-Bereiche. Ich habe es einmal, glaube ich, geschafft, bisher über die 30 zu kommen. Es ist nicht ganz trivial. Es gibt im Boardgame Geek Forum, das verlinke ich euch natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung, auch eine Quelle, einen Link zu einer Webseite meines Wissens. Ich habe da jetzt aber auch nicht nachgeguckt, wo man die Karten folgen, und das ist ja das Schöne an dem Spiel, man kann das Spiel reproduzieren. Ich brauche hier nur die Reihenfolge der Nummern, mit denen ich beginne, zu notieren und kann das Spiel jederzeit nochmal spielen mit gleichen Voraussetzungen und dann schauen, ob ich auf ein besseres Ergebnis komme. Und es gibt irgendwo eine Webseite mit einer Übersicht, wie viele Punkte man mit welchem Startspiel erreichen kann. Das sammelt sich, das wird immer mehr, was da an Informationen verfügbar ist und auch an Vorgehensweisen, wie man jeweils eine bestimmte Situation löst. Ihr müsst bei Boardgame Geek dann schauen, wo das da weiterführt. Da gibt es irgendwo in den Foren, glaube ich, oder in Ressourcen gibt es da irgendwelche Links dazu. Ich werde mal schauen, ob ich beim nächsten Mal, das mache ich heute nicht mehr, und dass wir die Karte hier eine Umbau oder ein Lager oder eine Unterstützungskarte mit einbauen in ein Koop-Spiel. Ein ganzes Spiel durchzuspielen würde jetzt als Let's Play doch sehr, sehr lang werden, deswegen lasse ich das heute. Auch die Orkan- oder Vulkanausbruchskatastrophen können wir mal kurz vergleichen. Ihr seht das wahrscheinlich. Genau, hier zahle ich für ein Upgrade. So, hier ist es besser. Hier zahle ich für ein Upgrade insgesamt 4 Ressourcen pro Person. Dann 6 und dann sogar 9. Also 4, 6 und 9, das macht 19 Ressourcen in der Summe pro Person. Und beim Vulkanausbruch beginnt das schon mit 5, geht weiter mit 7, das macht dann schon zusammen 12. Und dann sind wir nochmal bei 9, dann sind wir also schon bei 21 Ressourcen. Das heißt, hier zahle ich pro Person 2 Ressourcen mehr als gegen die Hungersnot. Dann haben wir hier das Thema Orkan. Auch hier zahle ich zu Beginn sogar schon 6 Ressourcen. Dann 8, das sind 14 in der Summe. Und dann nochmal 9, das macht dann schon 23. Das heißt, die Zahl der Ressourcen pro Person steigt von der Hungersnot über den Vulkanausbruch zum Orkan und jeweils in der Summe 2 für jeden Kampf gegen die Katastrophe. Man muss also hier schon einiges zusammentragen. Es dürfte also das Schwierigste sein, zu zweit gegen den Orkan zu kämpfen, sich auf den Orkan vorzubereiten und dann auch noch eine gute Punktewertung zu erreichen, in mindestens einem oder in beiden Decks, eine halbwegs respektable Punktewertung. Das dürfte schon schwierig sein, insbesondere dann, wenn man keine der Unterstützungskarten dazu nimmt. Wie gesagt, das gucken wir uns vielleicht beim nächsten Video an. Ich hoffe, euch hat diese Regelerklärung soweit geholfen und schaut euch bitte auf jeden Fall das Let's Play für die Solo-Variante an, um die eigentliche Mechanik des Spiels besser verstehen zu können. Das war jetzt hier nur ein Schnelldurchlauf für die Koop-Regeln. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Gerne auch einen Kommentar, was euch nicht gefallen hat oder was ich besser machen kann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Spartakus.